Der Westen unterstützt die Ukraine mit dem US-Raketenabwehrsystem Patriot. Bei der Bundeswehr ist es seit 1989 im Einsatz. Das Patriot-Raketensystem bietet Schutz vor angreifenden Flugkörpern. Das bodengeschützte System ist mobil, die Abschussrampen können auf LKW montiert werden und mit ihren Lenkflugkörpern Flugzeuge, Raketen und Marschflugkörper in der Luft zerstören. Die USA beschreiben es als ihr fortschrittlichstes Luftabwehrsystem. Das Besondere an der Patriot-Technik ist die Verzahnung mehrerer Radargeräte. Erkennt das Radar eine Bedrohung, wird die Information an die mit 2 Soldaten besetzte Feuereinheit weitergeleitet. Die Flugkörper haben eine Reichweite von fast 70 Kilometern. Ein System kann 5 Ziele zugleich anvisieren. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine ihre Verbündeten immer wieder um die Bereitstellung von Patriot-Systemen gebeten. Deutschland hat bislang 2 geliefert und ein weiteres zugesagt. Auf dem NATO-Gipfel in Washington Anfang Juli kündigt der US-Präsident Joe Biden ein zusätzliches System der Vereinigten Staaten für die Ukraine an. Weil auch Rumänien, Italien und die Niederlande jeweils Patriot-Systeme liefern wollen, kommt die Ukraine auf insgesamt 5 Zusagen. Diese werden im Verteidigungskampf gegen Russland dringend benötigt, weil die Ukraine angesichts anhaltender russischer Angriffe stark unter Druck steht.